Servus zu Barbecue aus Franken. Heute würde ich mal sagen, quasi back to the roots. Also ganz einfaches Grillen heute. Schweinenacken, die werde ich einlegen. Was heißt heute grillen, ist eigentlich falsch, weil es ist ja morgen grillen. Heute ist nur vorbereiten. Ich werde Schweinenackensteak schön einlegen, das machen wir allerdings später. Es gibt noch eine richtig schöne Geschichte dazu, und zwar ein scharfes Zwiebelchutney. Das werden wir auch heute machen, und zwar mit dem werden wir jetzt beginnen. Und die Zutaten dafür, die werde ich jetzt mal holen. Die Zutaten glänzen in der Sonne. Was haben wir? Wir machen Zwiebelchutney, brauchen wir rote Zwiebeln dazu. Wir brauchen Wasser. Ich habe hier Weinessig. Dann habe ich Salz. Hier habe ich richtig schöne scharfe Chilis. Menge nehmt ihr, wie ihr mögt. Ich schreibe euch eine Empfehlung ins Rezept. Apropos Rezept, das findet ihr unter dem Video. Ihr könnt die Dinger auch getrocknet nehmen. Geht also ganz genauso. Senfkörner. Ich habe hier schon mal ein bisschen Ingwer geschält und wir haben braunen Zucker. Jetzt müssen wir ein bisschen was vorbereiten, und zwar müssen die in quasi Streifen geschnitten werden. So, ich war ja schon in der Küche fleißig und habe die Zwiebeln schon geschält. Das heißt, also ich kann gleich loslegen. Also ich halbiere sie und schneide sie jetzt einfach so in, ja, ich sage mal Streifen. Wenn ihr es jetzt so schneidet wie ich, habt ihr Streifen. Wenn ihr es so schneiden würdet, habt ihr halbe Ringe. Also ich möchte Streifen, also schneide ich es. Ich sage mal, das ist der asiatische Schnitt. Ich schneide meine Zwiebel einmal und dann seid ihr wieder dabei. So, die letzte halbe. Die sieht jetzt nach ziemlich viel aus, aber wie wir sehen, wenn die jetzt dann einmal weich sind, fällt das alles richtig gut auch in sich zusammen. Und da wird es gar nicht so viel. So, zurück in die Schüssel. Ein Übergewischt. Empfehlung von mir, nehmt Handschuhe. Ich selber nehme es wie üblich natürlich nicht. Aber ich wasche mir gut die Hände dann hinten noch, bevor die irgendwo anders hinlangen als jetzt ans Essen. Die Sachen, oh, die riechen schon scharf. Alter Falte. Also, wie gesagt, die Sachen hier, die Chilis hier, genauer gesagt, schneiden wir jetzt richtig schön klein. Hacken die auch ein wenig. Das geht richtig in die Nasen. Ja, genial. Aber wir haben ja noch genug Zucker drin. Das heißt, das relativiert sich ja noch ein bisschen. Säure haben wir auch dabei. Also das wird richtig genial. Schön klein hacken die Sache. Und vom Brett. Auch meinen Ingwer. Behandle ich genauso. Das heißt, also erst einmal die Scheibler schneiden und dann wird er gehackt. Und wenn wir das fertig haben, dann brauchen wir eine Hitzequelle. Ich würde es ganz gerne am Seitenbrenner machen, nur wir brauchen heute nicht so viel Hitze. Und der Broil King Seitenbrenner, also sprich die Hochtemperaturzone, die liefert natürlich von Anfang an, auch bei kleinster Stufe, jetzt mir etwas zu viel Hitze. Deswegen die Induktionsplatte. Und dann brauchen wir Töpfle mit dem braunen Zucker und der wird jetzt da drinnen erhitzt. So, das geht relativ zügig. Und wenn ihr den Zustand erreicht habt, wie jetzt, dann karamellisiert der ganze Spaß und dann geben wir gleich die Zwiebeln dazu und rühren die mit unter. Und unseren Chili und den Ingwer geben wir auch gleich dazu. Dann dünsten wir jetzt einfach ein bisschen an. Und keine Angst, wenn ihr so Zuckerbatzen drinnen habt, die lösen sich dann schon wieder auf. So, dann geben wir wegen portionsweise Wasser dazu. Essig. Ja, und dann geben wir den Rest auch noch dazu an Flüssigkeiten. So, Flüssigkeiten sind alle drin. Ich gebe jetzt noch die Senfkörner dazu. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen köcheln. Also 20, 25 Minuten. Dann sollte sich der Zucker aufgelöst haben. Die Zwiebeln sollten weich sein und das Ganze muss natürlich noch ein bisschen einkochen. Duften tut es schon mal hervorragend. So, kleiner Zwischenstand nach 5 Minuten. Ihr seht, der Zucker hat sich komplett aufgelöst. Also jetzt die Batzen sind alle raus. Nach etwa 10 Minuten werde ich den Deckel aufmachen
Und dann lassen wir ein bisschen Wasserdampf weggehen, damit wir ein wenig reduzieren. Und dann wird man eine richtig schöne Konsistenz auch bekommen. Halbzeit. Oh, das wird gut. Und da ist Schärfe drin. Mir steigt es so richtig schon in die Nase. Sensationell. So, ich glaube, man sieht es deutlich. Die Flüssigkeit ist schon sehr gut reduziert. Ein bisschen muss noch was weg, damit, also ich sage mal so, jetzt noch mal die Hälfte. Und wenn das soweit ist, dann ist das Chutney fertig und kann ins Glas abgefüllt werden. Was wir allerdings noch machen müssen, und das kann ich jetzt auch schon machen, ein bisschen Salz noch dazugeben. Also, noch ein bisschen reduzieren, abfüllen in Gläser, heiß abfüllen in saubere Gläser und dann hält sie es bestimmt 3-4 Wochen. Dann geht es weiter mit der Marinade fürs Fleisch. Was brauche ich? Ich brauche auf alle Fälle mal eine Schüssel und da rein sollte ein bisschen Senf, das seht ihr ja gerade. Auch da stehen die Mengen natürlich wieder im Rezept, das ihr unter dem Video findet. Dann kommen 2 Esslöffel Honig rein. Den habe ich jetzt ein bisschen flüssig gemacht, der war nämlich sehr kristalline. Also sprich, ist fest geworden im Glas, einfach kurz in die Mikrowelle, dann geht es schon. Es ist übrigens fränkischer Honig aus Nürnberg, geht aber jeder andere auch. So, ein bisschen Olivenöl dazu. Curry. Dann brauchen wir eine Zitronenschale. Yep. Eine Knoblauchzehe. Ich war immer wieder nach der Knoblauchflüsse gefragt. Ich verlinke euch die unten mal unter dem Video. Also da findet ihr das Rezept und einen Link zu dieser Knoblauchpresse. Auch hier schadet ein bisschen Schärfe nichts. Cheyenne-Pfeffer. Pfeffer dazugeben. Und Salz. Ich bin übrigens gefragt, ob ich eine neue Pfeffermühle habe, weil die letzte nicht gequietscht hat oder in einem der letzten Videos nicht gequietscht hat. Manchmal tut sie es, manchmal tut sie es nicht. Das ist wie bei mir. Manchmal habe ich Lust zum Grillen und manchmal nicht. So, das war's an und für sich schon. Diese Senfmarinade da haben wir jetzt fertig. Und die Menge reicht jetzt so für 2 bis 3 Steaks problemlos. Schweinenackensteaks vom Metzger, frisch geschnitten. Da sehe ich, was ich habe. Die haben das in der Auslage. Ich kann sagen, bitte Meister von, oder Meisterin in dem Fall, von dem Stück. Und die schneidet mir das und das ist richtig schön. Richtig schönes Strohschwein, jawohl. Also, das marinieren wir. Ich habe hier meine Marinade und gebe das richtig da rein. Wälze das da drinnen. Streife es wieder ein bisschen ab. Halt, das soll schon überall was sein. Streif es wieder ab und dann kommt das Ganze in so einen Silberbeutel. So, mit verzaubern sind die Hände sauber. Ich weiß nicht, alles geht so im Fernsehen, hätte ich beinahe gesagt, im Video. Luftschirr rausnehmen. So. Jetzt balgen wir das Ganze noch ein bisschen in seine Marinade. So. So geht das Ganze jetzt in den Kühlschrank, bleibt über Nacht und morgen auch geht es auf den Grill. Und so schnell geht eine Nacht rum. Ja, der nächste Tag hat jetzt über Nacht richtig schön im Kühlschrank durchmarinieren dürfen. Der Grill läuft schon wenig Temperatur, mittlere Temperatur, sagen wir es mal so. Direkte Hitze. Ich wollte es eigentlich auf der Plancha machen, beziehungsweise auf dem Bandit. Allerdings ist es sehr windig und die Wolken werden immer dunkler. Muss nicht sein, wir haben hier einen Gasgrill auch noch, also machen wir das Ganze auf dem Broilking. Also, einfach auf den Grill damit. Lassen wir die Spiele beginnen. Und wir wollen irgendwas dazu essen, dafür ist die Plansche jetzt gedacht. Ich röste mir mal ein bisschen was von meinem Brot an, was ich mir auch so gern verwende, wenn ich Sandwiches mache. So zur Information, ich habe wirklich da jetzt nicht so viel große Hitze. Ich bin zwar direkt über dem Feuer, das ist allerdings auf klein gedreht. Also wir holen da gar nicht so viel im Moment an Temperatur weg vom Brenner. Ich glaube, ich kann meine Steaks schon mal flippen. Jawohl, ja. Das ist aber uns noch angelegen, aber das passt schon. Selbiges passiert mit dem Brot. Ich sage, das wollen wir bloß ein bisschen antoasten. Also der Duft, der sich da verbreitet, ist wirklich gut. Das hat so ein richtig schönes Senfaroma jetzt in der Luft. Wird bestimmt lecker. Freue mich drauf. Brot ist angetoastet, kann schon wieder runter. Meine Schweinenackensteaks sind fertig. Schauen sie aus? Ja, sehr schön. Die tue ich jetzt mal nach oben. Sehr gut.
Jetzt komme ich noch mal zu meiner Blanche und zu meinem Brot. Wir machen nämlich eine schöne Beilage. Käsebrot. Dazu habe ich einfach geriebenen Käse. Das ist jetzt ein bisschen Bergkäse und Emmentaler. Und dann mache ich einfach so Haufen. Und lasse den einfach schmilzen. Und dann wollen wir noch ein wenig Geschmack dazu bringen. Ich habe hier Beras Amore. Tolle Geschichte, wirklich war richtig gut. Und jetzt schauen wir, ob er gut hinkommt. Da gebe ich jetzt einfach ein bisschen was auf den schmelzenden Käse drauf. Feuer kann ich schon wieder ausmachen unten runter. Man mag das ja, wenn so an der Pizza am Rande wegen was runterläuft und das dann ein wenig knusprig ist. Und das macht mich künstlich quasi. Was heißt künstlich? Auf jeden Fall mit Absicht. Jetzt setze ich einfach mal ein getoastetes Brot da drauf. Und dann schauen wir mal. Jawohl, das lässt sich schon lösen. Sehr gut. Einfach mit einem Schaber drunter gehen. Dann können wir die Scheibe noch mal drehen. Dann bleibt alles schön warm. So, jetzt können wir am Teller anrichten. So schön kann das ausschauen. Ich habe jetzt nicht alle drei drauf und nicht alles am Brot, sonst wäre es ein bisschen arg überladen gewesen. Aber so schaut es doch gut aus. Einfach mal ein bisschen flachgrillen, also Schweinenackensteaks, aber halt selbst eingelegt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt, die ganze Geschichte. Oh, herrlich. Mmh. Oh ja. Mmh. Ich stuche mal runter. Richtig schöner, ja, leicht süßlicher Senfgeschmack ist da dabei. Schmeckt richtig toll raus. Also der Senf kommt richtig schön durch. Klar ist das meiste vom Bestandteil her. Geht's weg da? Richtig schön. Also es hat sich wirklich rentiert, diese Dinge über Nacht einzulegen. Gefällt mir richtig gut. Jetzt kommt das Zwiebeljourney. Ich meine, ich habe es natürlich schon probiert, aber es passt halt sensationell dazu. Herrlich. Habt ihr am Anfang kommt so richtig süß und dann bam, kommt der Hammer rein. Also nicht in Form, man kann es nicht essen, aber richtig schöne Schärfe. Wirklich, absolut. Die Kombination Zwiebelfleisch. Super. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere schöne Beilage, die mir ehrlich gesagt relativ spontan eingefallen ist. Aber das haben wir jetzt einfach mal versucht und so machen wir das jetzt. Oh ja. Der Bergkäse kommt schön durch. Der Edamer, Edamer ist es. Emmentaler ist es. Also der Bergkäse und der Emmentaler. Richtig schön, jetzt so knusprig. Wie ich es gerne mag, wenn so was neben dran gelaufen ist. Und Bier, Gewürz dazu. Richtig schönes Brot knusprig. Ich glaube, so kann man richtig schön grillen und auch das richtig schön servieren. Jetzt ist alles drunter, jetzt können wir weiterreden. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es gibt zu sagen, dass ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so wäre, wollt ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben geben. Würde mich darüber freuen. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es auch in die Kommentare rein. Ich werde es lesen und beantworten. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitteschön, das geht ganz einfach. Da kommt das Logo von Barbecues Franken, da klickt da drauf. Dann geht es relativ zackig und schnell, kostet nichts und tut nicht weh. Und ihr seid dabei bei der Truppe vom Barbecues Franken. Aktiviere noch die Glocke. Dann kriegt ihr auch den Hinweis, wenn es mal was Außergewöhnliches gibt, weil normalerweise immer Mittwoch bis Mittwoch um 18 Uhr mit dem neuen Video am Start. Und wenn es mal was Besonderes gibt, dann kriegt ihr, wie gesagt, Info an einem Samstag, an einem Sonntag, eine Produktvorstellung oder was auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Essen ist toll geworden, freue mich jetzt richtig. Wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder zu einem neuen Video. Ich bleibe bei Sven. Bis dann. Tschüssi. Das mit dem Brot ist echt schön. Geht schnell und macht was her.